Ciao zusammen, ich bin Delian, Sängerin und Pianistin. Und ihr schaut 1NAH TV. Viel Vergnügen. Lonely just like me. I just. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei MeinsNAH TV. Heute mit einem neuen Video. Bei uns Gast ist Delian Müller, Gewinnerin vom grössten Schweizer Talent 2012. Schön bist du da und schön, dass du Zeit vorbeizukommen. Ja, sehr gern. Gerade die erste Frage, du bist als Botschafter von Luzern Tanzgern unterwegs. In dem Zusammenhang bist du heute raus und in der Mehrzweckhalle. Mit dem Facebook ein bisschen etwas über das können lesen. Um was geht es dir genau? Es geht eigentlich darum, es ist wirklich ein Nachfolgeprojekt von Luzern geht gern, wo man das damals vor 2 Jahren gemacht hat, mit dem Schrittzähler. Es geht im Grunde genommen darum, die Bevölkerung zu mehr Bewegung anzuregen. Und jetzt mit Tanzen speziell halt einfach, ja, wo sie etwas Soziales machen können, wo man gleichzeitig Freude hat daran, wo man sich nicht zu Sport quasi muss quälen. Ja, ein bisschen so möglichst breit gefächert bei der ganzen Bevölkerung, so ein bisschen die zum Tanzen anregen. Wieso du? Das ist eine gute Frage. Ja, ich habe irgendwie bis vor kurzem das Gefühl, ich habe so 2 linke Füße und bin vielleicht gar nicht so geeignet für das Ganze. Und habe aber dann schon gemerkt, wenn man sich mal traut, sogar so bei Standardtänzen und Paartänzen, habe ich jetzt gemerkt, das geht eben schon. Es ist gar nicht so schwierig, wenn man das mal probiert. Ich weiss nicht, warum sie genau auf mich gekommen sind, aber ich habe irgendwie von Anfang an einfach gemerkt, sie wollen durch Musik um die Leute so ein bisschen näher bringen, vielleicht auch auf einer emotionalen Ebene und verschiedene Kulturen miteinander verbinden, verschiedene Altersgruppen. Und genau das Gleiche mache ich eigentlich mit meiner Musik ja auch. Und, und ja, die Bevölkerung zu mehr Bewegung anzuregen, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Und darum ja, bin ich von Anfang an eigentlich voll hinter dem Projekt gestanden. Cool. Musik machst du schon lange, aber ich denke, Sprungbrett ist schon die Talentshow gesehen, das grösste Schweizer Talent, das du gewonnen hast. Wie hat sich das Leben verändert seit dem Gewinn? Ja, es hat sich insofern verändert, dass halt Musik wirklich zu meinem Lebensinhalt geworden ist. Vorher habe ich so die Hochzeiten gemacht durch den Sommer, die mega fest Freude gemacht haben und einfach immer meine Stunden am Klavier geübt und meine Gesangsstunden gehabt und so weiter. Aber ich hätte mir nie vorstellen können, das als Beruf wirklich auszuüben. Und das ist dann mit dieser Talentshow schon so gekommen, ohne dass ich es eigentlich gross wollte. Und habe dann erst später, als ich zurückgeschaut habe, gemerkt, ey, das macht eigentlich mega Spass. Christa Rigozzi ist ja, glaube ich, ein bisschen verschrocken, weil sie dich gekannt hat, von ihrer Hochzeit nachher. Wie ist es dazu gekommen, dass du an ihrer Hochzeit hast können spielen? Ich habe im Tessin studiert, ich habe dort unten den Bachelor gemacht und habe in einem Dorf ja, ganz in der Nähe von ihr gewohnt und habe eigentlich mit einer Kollegin zusammen den Kinderchor geleitet, im Dorf, wo Christa Rigozzi aufgewachsen ist und wo sie auch wohnt und wo sie auch geheiratet hat, in Montegarasso ist das. Und so sind sie auf den Kinderchor gekommen und haben aber das Solo-Welle von Giovanotti und das habe ich dann auch gesungen und hat ein bisschen Tränen gegeben, ihrem Liebsten. Ja, so ist es zu dem gekommen eigentlich. Aber ich habe Christa nicht persönlich gekannt. Bis dorthin. Wie gestaltet sich dein Alltag? Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt schlichtweg eigentlich keinen Alltag. Nein, ja, es sieht halt einfach jeden Tag anders aus. Darum kann ich nicht sagen, es ist der Alltag. Das ist halt mal so eine Session, wo du im Studio bist, am Songs schreiben, dann am Aufnehmen. Dann gibt es eine Phase, wo ich auf Tournee bin, wo ich irgendwie über das Wochenende meistens Freitag, Samstag Konzerte gebe, unter der Woche aus dann eher im Tessin bin, also ein bisschen die administrativen Sachen machen, viel am Üben bin, schon wieder am Songs schreiben teilweise. Dann gibt es Phasen, wo ich manchmal 2 oder 3 Wochen am Stück auf Promotour bin, wo ich nur Interviews gebe, von Radio zu Radio oder zu euch oder irgendwo hin. ja, das ist immer wieder ein bisschen anders. Da gehören auch zwischendurch mal wieder Ferien dazu. Dann, ja, einfach mega abwechslungsreich. Du bist freilebig, ja.
ja, streng manchmal und manchmal wieder ganz locker. Die Texte, meistens ist es so, dass Singer-Songwriter Texte schreiben, die mit ihrem Leben einen persönlichen Zusammenhang haben, wo Gefühle, Emotionen drin ausgedrückt werden. Ist das bei dir auch so? Erlebst du so viele Sachen, dass du es wert empfindest, dass du eigentlich deine Gefühle in Lieder kannst den Leuten anbieten? Also ich habe nicht das Gefühl, dass mein Lebensinhalt irgendwie wichtiger ist oder der von anderen oder dass ich mehr erlebe als der andere. Gut, mal vielleicht manchmal schon, als Musiker erlebst schon recht viel. Aber ja, es ist schon persönlich teilweise. Teilweise sind es aber auch nur Beobachtungen, die du machst und wo ich dann völlig über das Leben von einer anderen Person schreibe. Es ist jetzt mit diesen Alben auch immer persönlicher geworden. Am Anfang noch weniger gewesen und jetzt getraue ich mich auch so ein bisschen immer mehr, sage ich. Und ich glaube, es wird auch noch persönlicher. Wieso vorher nicht? Weil ich zuerst lernen musste, wie das ist, wenn man hinhockt und einen Songtext schreibt. Oder wie das ist, wenn du quasi dein Tagebuch veröffentlicht hast. Also es ist ja so, es ist schon recht etwas Intimes, wenn du über eigene Erlebnisse schreibst. Wo du auch immer wieder musst überlegen, will ich das mit anderen teilen? Oder schreibe ich es so, dass es genug allgemein tönt? Oder schreibe ich es so, dass es nicht wehtut, wenn das jemand hört? Oder wenn ich den Song wieder singe und über eine eigene Erfahrung rede? So, ein bisschen so, das muss man sich schon überlegen. Hast du nicht das Gefühl, dass das andere anders aufnehmen als du selber? Weil ich habe den Eindruck, wenn ich ein Lied höre, das auch einen emotionalen Inhalt hat, verbinde ich das eigentlich nicht, dass jetzt der Sänger, der das singt und das geschrieben hat, irgendwie das erlebt hat und dass ihm das nicht geht. Weil für mich ist das einfach ein Lied, das ich höre, ob vielleicht emotional ist oder nicht. Aber gerade wenn du von Intimität redest, ist das, hast du nicht das Gefühl, dass es einfach eine Empfindung von dir ist? Ja, das habe ich nicht. Also ich glaube, das ist schon recht persönlich, also recht individuell, wie das Leute empfinden. Ich merke das schon, wenn ich Musik höre. Und vor allem, wenn ich fest auf einen Text höre von einem Sänger oder von einer Sängerin, dann habe ich schon das Gefühl, manchmal, die Person hat das vielleicht so erlebt. Vielleicht verstehe ich es aber auch ganz anders, wie die Person dann meint. Und das soll auch so sein. Ich glaube, das ist auch jedem selber überlassen, schlussendlich, ob man das so sehen als persönliche Geschichte. Oder ob man einfach denkt, das ist jetzt einfach eine Geschichte, die man gerade in dem Moment erfunden hat. Die sicher auch manchmal stimmt. Ja. Fazit. Wir werden viel von dir hören in nächster Zeit. Also so wie das klingt, bist du bereit, dich eigentlich zu öffnen in dieser Art? Ja, völlig. Also ich bin auch immer und immer wieder am Ausprobieren und manchmal ein bisschen am Probieren herauszufinden, woher kann es noch gehen, welcher Stil von Wortwahl oder so passt zu mir, welcher Musikstil aber auch passt noch zu mir, wo kann ich mich noch weiterentwickeln, was will ich noch ausprobieren. Ja, da wird sicher noch einiges gehen. Talentshow. Wir müssen das schnell anschneiden. Immer wieder immer das wieder. Thema. Warum auch nicht? Nein, die Erfahrung zeigt, dass viele, die dort mitmachen, vor allem auch natürlich die, die gewonnen haben, dass die irgendwann nach einer kurzen Zeit bereits untergehen, im Hintergrund verschwinden und wir reden nicht mehr darüber, man hört nicht mehr von denen. Bei dir, denke ich, ist das Ganze anders. Seit deiner Talentshow, vor allem auch in der Schweiz, dass man ja eigentlich nicht so ein Hype empfindet, vorne durch, ist es eigentlich stetig aufwärts gegangen? Ist einmal meine Sicht, wie sich deine Karriere entwickelt hat. Wie begründest du das? Also ich glaube, es gehören mehrere Faktoren dazu. Es war sicher für mich der richtige Zeitpunkt, wo ich dort mitgemacht habe. Ich habe irgendwie, für mich selber bin ich an einem Punkt gewesen, wo es okay war, wo ich sagen konnte, okay, ich kann mein Studium noch abschließen und dann kann ich mich aber voll auf die Musik konzentrieren. Ich glaube, ich habe das Glück auch gehabt, dass ich wirklich so auf die richtigen Leute getroffen bin. Ich habe einen super Manager, ich habe eine Plattenfirma, die es mega gut mit mir meint und die auf mich auch eingeht und wo ich auch sagen kann, was ich will und was ich nicht will. Ich habe eine Booking-Agentur gefunden, die von Anfang an voll hinter mir gestanden ist und alles gegeben hat. Es hat sicher auch so ein bisschen Ausdauer dazu gehört, wo man mal sagt, hey, da musst du jetzt einfach voll prügeln und machen und üben und durchhalten. Also auch der Medienmarathon, den wir am Anfang gemacht haben, der war nicht ganz ohne gewesen. Auch die Promotour, wenn du das Ganze das erste Mal machst, ist es nicht ganz ohne. Treue Fans, die einfach irgendwie schon zum 4., 5., 6., 7. Mal an ein Konzert kommen und nicht müde werden, das Gleiche sich wieder anzuhören. Und ich muss sagen, das ist genial. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir haben auch gewisse Entscheidungen einfach richtig getroffen. Also wenn ich von mir rede, rede ich meistens eigentlich von mir und dem Manager.
wo man wirklich gesagt hat, nein, schau, das ist jetzt noch zu früh, das machen wir noch nicht, das sparen wir uns für später auf. Also ich glaube, wir haben nicht alles gerade auf einen Touch erlebt haben und alles gemacht haben, sondern haben gesagt, ach, gescheiter so kontinuierlich ein bisschen aufbauen und dann das machen, wenn du schon so eine Fanbase hast und es umso mehr kannst geniessen. Ich glaube, das ist so. Ja. Und ein bisschen Glück einfach haben. Das ist klar. Du bist 24, gell? Ja, gleich 25. Wie gehst du mit dem Druck um, in diesem jungen Alter? Oder empfindest du das gar nicht als Druck? Es gibt schon immer wieder so Zeiten, wo ein rechter Druck da ist. Und natürlich kontinuierlicher Druck hast, einfach weil du wie als Musiker nie weißt, wie viele Projekte kommen dort rein. Wie geht es weiter und so. Ich habe bis jetzt ein Glück gehabt, oder es ist wirklich einfach immer so gewesen, dass es sehr gut gelaufen ist bis jetzt, oder immer besser. Da gibt es eben wirklich so Phasen, wie du sagst, wo ein extremer Druck da ist, aber ich sage mir immer, da hättest du in einem anderen Job auch. Wo du da Phasen hast, wo du irgendwie einfach den Horizont nicht mehr siehst und weißt, jetzt muss ich einfach durchhaben. Und das Schöne ist, als Musiker, du weißt immer, wie lange die Zeit dauert. Ich weiss dann genau, jetzt ist es Promotour, es sind genau 3 Wochen, die sehr streng sind. Oder dann ist es Konzerttournee, wo ich weiss, bis sie gestartet hat. Das ist die schlimmste Phase. Und wenn der Premiere und das zweite Konzert durch ist, dann kann ich es geniessen. Und das sind immer so Horizonte, wo man sich einfach wieder setzen muss. Und dann hast du wieder so ein Ziel und dann kannst du wieder das nächste angehen. Ob du kannst singen oder nicht, müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich Danke. Finde, das ist eine riesige Begabung. Ist das einfach etwas für einen Moment aus deiner Sicht? Oder sagst du wirklich, das ist das, was ich als Beruf jetzt mache, das werde ich weiterhin machen? Also siehst du deine Zukunft in dem? Oder ist das einfach so etwas, was du im Moment geniesst? Ich sehe schon die Zukunft in dem, aber es ist auch etwas, was ich im Moment mega geniesse. Also es ist beides. Und ich hoffe einfach, ich kann es noch lange so geniessen. Gute Voraussetzung. Ja, ich hoffe es schwer. Nein, im Moment sieht es ganz danach aus. Und klar, man muss immer dranbleiben und sich immer wieder neu orientieren und schauen, was kann man noch machen, wo kann man noch dazu lernen, wo kann man noch besser werden, was will ich noch Neues. Aber ich hoffe schwer im Moment, dass es noch lange so weitergeht. Also ich sehe im Moment keinen anderen Beruf wieder als Musiker. Es macht einfach mega Spass. Und macht dich glücklich, so ja, strahlend. Ja. Du hast ja 3 Alben veröffentlicht bis jetzt. Zwei davon haben Goldstatus erreicht, gell? Alle drei. Da bin ich ein bisschen hinten drin. Ja, das dritte war am schnellsten. Bright Lights ist das. Nach 5 Wochen haben wir. Schon? Ja. Enorm. Ja, das ist so. Was bedeutet das für dich? Ja, es gibt dir natürlich schon irgendwie so ein bisschen eine gewisse Entschädigung vielleicht oder irgendwie so ein bisschen das Lob an, ich weiss auch nicht, es ist so ein bisschen der Dank für die ganze Arbeit, die du vorher halt leistest. Das ist schon eine schöne Auszeichnung, ja. Auf jeden Fall. Wie ist das für dich, dass eigentlich schon immer Leute fragen, die singen, wenn man das eigene Lied im Radio hört? Ist das einfach ein Lied, das halt gespielt wird, und man ein bisschen mitsingen kann, wenn man den Text kennt? Oder ist das mehr emotional? Es ist beides. Also es ist nicht mehr so mega, wow, jetzt läuft meine Musik mal. Nicht mehr. Nicht mehr. Am Anfang ist das schon so also mega speziell. Das kann ich doch. Und dann checkst du, oh, das ist ein Song von mir. Und das gibt es immer noch, den Effekt eigentlich so, dass ich dann denke, es ist nicht dann einfach irgendein Song, der gerade so läuft, sondern du hast die Freude. Weil das ist ja schon schön, wenn deine Musik am Radio läuft. Ja, das glaube ich. Wenn du selber kannst mitsingen, sowieso. Ja, gut. Ja, ich bin nicht die zu meinem eigenen Songsteam im Auto voll mitgeht und so, aber... Ja, Freude habe ich schon. Ja, hoffentlich auch, ja. Du bist ursprünglich von Hofteren, hast aber eine spezielle Verbindung ins Tessin und vor allem auch zum Italienisch. Du wohnst schon im Tessin im ja, Moment, genau, gell? Ja. Wieso das? Irgendwie ist, glaube einfach mein Herz dort unten geblieben, wo ich dort unten studiert habe. Ich bin zurückgekommen, nach 3 Jahren, nach dem Bachelor, und habe dann gemerkt, irgendwie von Anfang an, es hat mir einfach etwas gefehlt. Die Sonne, die Sprache, die Mentalität, die Leute haben, einfach meinen Rückzugsort haben. Und darum bin ich am letzten Sommer wieder zurückgegangen. Weil ich einfach gemerkt habe, dort unten kann ich abschalten, dort habe ich meine Ideen, die kann ich schreiben, die kann ich üben. Und es ist so eine mega tolle Mischung, weil Seetal, meine Heimat, ist wunderschön und will ja nicht ganz verloren, aber so kann ich immer so eine Möglichkeit. Ich kann Wochenende da sein, meine Konzerte machen und dadurch bin ich im Tessin, habe Sonne und ja. Das ist mega gut. Mehr Lieder auf Italienisch ist eine Option für dich? Ja, definitiv. Nicht nur eine Option, ist das Ziel. Cool. Du kannst einfach perfekt Italienisch. Ja, ist eigentlich schon so etwas wie eine zweite Muttersprache. Wo du untergelehrt hast, aber.
Ja, genau. Cool. Die nächsten Tourdaten von dir, du spielst ja zu Hofter, gell? Ja, 29. Mai. Derniere ist das letzte Konzert von der Tour. Wie geht es nachher weiter? 2015? Also jetzt habe ich durch den Sommer durch so ganz viele so ein bisschen private Sachen, Hochzeiten und Firmenanlässe und so Zeug, die ich mache. Wenig öffentlich, so durch den Sommer durch eigentlich. Das Tanzprojekt machen wir jetzt noch fertig. Im Dezember haben wir wieder so eine kleinere Christmas-Tour, wo wir ein paar einfach grosse Lokale in der Schweiz abklappern. Mhm. Und dann werde ich mich eher so ein bisschen wieder zurückziehen, um mich sammeln und Songs schreiben und Neues planen. Und dann, ja, den genauen Zeitpunkt weiss ich jetzt noch nicht, aber es wird dann ein neues, grosses Projekt wieder kommen mit einem neuen Album. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht so ganz klar. Das wird vermutlich irgendwann im Verlauf 2016 mhm. dann sein, wenn ich bereit bin mit neuen Songs und voller ja, Lebensfreude in der Dürrenstadt. Ja, genau. Gibt es etwas, was du lieber machst, weder anders? Eben, du spielst auf Hochzeiten, du hast eigene Konzerte. Ist das alles für dich etwas, was du gerne machst, noch super schön ist? Oder sagst du, ja, ich bin lieber an einer Hochzeit? Dort habe ich jetzt so viele Fans zum Beispiel, es ist etwas persönlicher. Oder genießt du den Rum und mehr? Auf Deutsch gesagt, oder halt die persönliche Atmosphäre in der Hochzeit, wie ist das? Es kommt ganz darauf an, aber ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Mhm. Es sind auch so die Firmenanlässe, die manchmal mega schön sein können, wo man, wenn man so hört, ja, jetzt gehst du an einen Corporate-Anlass singen, der vielleicht so ein bisschen langweilig tönt. Aber also je nachdem, wenn das irgendwie kommt darauf an, was für eine Räumlichkeit das ist und was für eine Firma es ist und wie das Publikum an dem Abend aufgelegt ist und ob es eine Gala-Abend ist oder eher so ein bisschen gemütlich und so ein bisschen Stubben-Atmosphäre, dann könnte das wunderschöne Anlässe sein. Und halt auch die eigenen Konzerte, das ist schon etwas ganz Spezielles. Also ich würde sagen, das sind die schönsten Momente. Mhm. Wenn ich wirklich mit meiner Band auf Tour bin, so mehr so ein bisschen als familienmässig auf der Bühne und einfach unseren Spass haben. Meistens sind so die besten Konzerte, wenn man die erste paar gemacht hat ja. und so richtig eingespielt ist. Das sind so fast die schönsten Momente. Aber auch Hochzeit, das darf nicht fehlen bei mir. Also es ist wirklich so, das sind auch die Momente, wo alle mega emotional sind, alle mega schön angelegt, ja. alle mega glücklich. Und ja, das ist spürst du und alle blöd. Nicht an den Tränen, ja genau. ja. Ist Nervosität für dich ein Freundort geworden? Nein, definitiv nicht. Nein, ich glaube, das darf nicht. Weil ich merke, also ich hatte ein oder zwei Auftritte gehabt, an Firmenanlässen, wo ich nicht nervös war. Und die Auftritte sind für mich nicht toll. Mhm. Einfach schlichtweg nicht toll. Da fehlt etwas. Okay. Dann bist du da und du bringst die Emotionen gar nicht hin. Und genau das brauche ich auch, dass ich meine Lieder mhm. oder meine Texte kann ausdrücken kann, so genau. wie ich will. Das braucht es einfach. Und ich denke vor jedem eigenen Konzert, warum tue ich mir das an? Weil ich einfach so scheiße nervös bin. Aber es gehört dazu. Komm, bin ich nachher auf der Bühne, denke ich, ah. ja, das ist so super. Schön. Ja. Elian, danke vielmals fürs Kommen. Danke ja, fürs Beantworten von der Fragen, für deine Zeit und für deine neue Tour. Dann alles Gute für die Zukunft auf jeden Fall. Und ich hoffe, danke. Dass man dich noch manchmal im Radio hört. Merci vielmals, ja, hoffe ich auch. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.